Moin Moin Freunde, heute dreht sich alles um den Film The Lodge, der jetzt im Kino gestartet ist. Ich bin Dennis und das ist eine neue Folge Nerdcheck. Ein Paar und seine zwei Kinder werden in einem abgelegenen Ferienort eingeschneit. Ihre Beziehung ist nicht gerade gut, aber so langsam taut diese auf. Doch kurz bevor sie als Familie richtig zusammenwachsen können, treten unheimliche Phänomene auf. Ja, das einmal kurz und knackig, worum sich das einmal dreht in The Lodge. Die Hütte übersetzt, der jetzt ja in den Kinos gestartet ist, 2020 am 6. Januar. Und natürlich, ist es, wo ich sagen muss, ein Psychodrama, ein Psychothriller, den ich jetzt vorab schon so ein bisschen sagen kann, hatte ich so ein bisschen meine Probleme mit. Aber erstmal kurz weg, natürlich sind auch einige Stars am Start. Richard Armitage, den kennt man als Thorin Eichenschild aus Der Hobbit. Und natürlich auch Riley Keough und Alicia Silverstone. Die kennt man ja aus Clueless, hieß das damals ja. Auch natürlich klar, bist älter geworden, ist ja logisch. Und die beiden Regisseure fungieren ja auch als Autoren, als Autor und Autorin. Das ist nämlich Severin Fiala und Verrican of France, die ich sehe gedreht hatten, der wohl auch ein Independent Hit ist oder so, oder im Kreisen, sag ich mal, ganz gut abgeschnitten hat. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Wobei, was heißt leider? Die Art, wie sie jetzt diesen Film gestaltet haben, war ja nicht so mein Ding. Was komme ich aber zum Positiven? Also ich muss sagen, The Lodge ist natürlich, sag mal, so ein bisschen der Score, das Bild, was gut passt zu diesem Film. Es springt ja jetzt nicht viel, es wird ja kurz angedeutet, habt ihr ja gehört. Also es passiert ja einiges. In der ersten halben Stunde ist das einigermaßen wirklich gut interessant, was man da zu Gesicht bekommt als Zuschauer. Und dieser Film geht ja 1 Stunde 48. Ich muss sagen, teilweise ein bisschen zäh im Mittelteil bis zum Ende. Der Twist ist sehr vorausschaubar und es ist ja wirklich nur nachher ein Kammerspiel in dieser Hütte halt. Und man weiß irgendwann diesen Twist, der ist so, finde ich, vorausschaubar, dass man irgendwann wusste, aha. Und man muss auch dazu sagen, wenn man Hereditary nicht so mochte, und das ist irgendwie auch so in diese Richtung ein bisschen so ein kleiner Abklatsch, weil wir sehen da so ein bisschen so auch Figuren und Puppen und so weiter. Und das haben wir da auch ein bisschen gehabt. Und ganz ehrlich, so viele Elemente, ja, ist ja einfach nichts Neues. Und darum ist für mich der Film so ein bisschen anstrengend gewesen beim Anschauen. Und das Ende hat mich halt nicht so vom Hocker gerissen. War sehr strange, ja, war irgendwie ein bisschen Grinch-Faktor mit drin. Aber das ist so. Ja, was kann ich noch Positives erzählen? Gut, die schauspielerische Leistung ist okay. Auf jeden Fall, das kann man nicht bemängeln. Die Kamera war auch mal ganz gut, Close-Up und so weiter. Aber die Story hat mich nicht vom Hocker gerissen. Es war teilweise dann auch vom Schnitt her nicht so, wo man sagen muss, also irgendwie war das natürlich die Erzählstruktur. Klar, es war halt so, dass man immer sehr viel auf das Gesicht gehalten hat, dass es halt dieses Psychodrama ja zeigen soll. Also soll wirklich dir halt den du sollst richtig Gänsehaut bekommen, dir sollen die Nackenhaare zu Berge kommen, aber das war es halt bei mir nicht gewesen. Also ihr merkt schon, ich hatte nicht so viel Spaß beim Sichten dieses Films. Natürlich nochmal vielen Dank an Square One für diesen Rezensionssicht. Ja, ich habe das ja vorher gesichtet. Und ja, ich muss sagen, The Lodge ist so für mich einfach Fazit ein Psychodrama, wo der Trailer wirklich mich überzeugt hatte, so ist es nicht. Aber der wirklich mich in eine falsche Fährte gelockt hat. Und das muss man einfach ganz ehrlich sagen, das ist mir einfach teilweise zu zäh gewesen. Es kam nicht der Eindruck auf, dass man das so in die Richtung hätte man auch besser machen können. Es ist einfach Fakt, dass ich diesem Film eine 4,5 von 10 geben möchte, weil es mich einfach nicht locker gerissen. Ja, was sagt ihr dazu? Habt ihr schon The Lodge gesehen? Im Kino vielleicht oder auf dem, ich glaube, der lief auf dem Final Fantasy Filmfest. Und also da auf jeden Fall könnt ihr mal gerne mal reinschreiben, von diesem Film hält. Ja, dann bin ich raus. Das ist schon mal die Kritik gewesen zu The Lodge. Und lasst gerne ein Abo hier, lasst gerne ein Like hier, lasst gerne was ich, whatever hier, teilt das und natürlich schaut bei den nächsten Kritiken wieder rein. Ich bin raus, ich bin Dennis. Hau rein, bis dann und ciao und bam.